Gut. Wisst ihr eigentlich, wollt ihr Wasabi-Chips? Das sind Wasabi-Chips. Ich sag's nur. Ja, wir testen nämlich gerade bei uns in der Show. Die können mal rumreichen. Ja, so. Vielleicht. In jeder Folge testen wir, wie viele Leute mögen Wasabi-Chips. Ah! Nee. Magst du's? Wasabi? Ja. Im ersten Augenblick hätte ich jetzt Senf gedacht, aber... Du magst es? Gut, ja. Oh. Ich kann das notieren. Unglaublich. Also in den letzten Folgen mochte das mal ein echter Cowboy, der lässt sich davon noch nicht aufhalten. Interessant, sagen wir mal, wir nennen es mal interessant. Du hast das nicht probiert. So ist es. Warum? Aus gutem Grund. Und der wäre? Ich mag sowas grundsätzlich nicht. Ja, hast du es probiert? Nein, aber du kannst vielleicht ein Stück Schokolade hinlegen, die würde ich gleich probieren. Komm jetzt auch mit Wasabi. Er ist eigentlich ein Cowboy auf dem zweiten Bildungsweg, er ist eigentlich Indianer. Also. Ich spiele sensationell. Ihr habt ganz spezielle Namen, kann das sein? Auch wenn ihr aus Deutschland kommt? Ja, wir haben auch spezielle Namen. Ja. Unsere Vornamen. Wir treffen uns immer in speziellen Räumen und haben spezielle Namen. Nein. Genau. Das heißt, ihr habt rausgefunden, wenn man hier jetzt so amerikanische Musik macht, dann muss man auch amerikanische Namen. Synonym, ja. Wie heißt ihr? Wie nennt ihr euch? Also ich bin der Mando Marshall. Mando Marshall. Mhm. Hier, Marshall und Mando. Werden wir gleich sehen, da mit Mandoline. Aha, Kleber. Mhm. Mein Gott, du kommst bestimmt aus Klevershausen. Ne? Ich komme aus Klevershausen. Ja. Bin ich jedenfalls froh, dass du nicht aus Pforzheim bist. So, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wie heißt in der Goldenen Grieche Show. Yeah, und wie heißt du? Der Flanger Ranger. Der Flanger, er spielt Gitarre. Flanger Ranger. Ranger. Wieso Flanger? Was heißt das? Ich weiß noch nicht. Da kennst du doch und kennt deine Showband auch. Ja? Effektgeräte, Gitarren. Ah, Flanger. 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 Ja, cool. Okay, dafür habe ich meine Band, die sowas wissen. Ja. Erik macht hier gerade so. Wir arbeiten noch daran, dass wir dann eine Band haben, die das dann weiß. Und dann sitzen wir dann da. Okay. Und du nennst das ist doch ein Ziel, ne? Ich bin der Sitting Boom. Sitting Boom. Lass mich raten. Ja. Schlagzeug? Mando. Nicht schlecht. Kiste. Ja, genau. Eine Kiste. Also kein volles Schlagzeug, sondern ein Cajon. Ja. Eine kleine Kiste, auf der man sitzt. Und ich sitze da und mache Bumm. Oh, ja. Einmal. Sitting, Bumm. Ja, ich versuche das zu wiederholen. Und ihr klappt schon ganz gut. Ihr habt auch einen richtigen Kontrabass. Ja, den auch. Das finde ich sehr cool. Möchtest du den mal berühren? Darf ich den berühren? Nachher vielleicht, nach der Show. Ich darf euren Kontrabass. Dann müssen wir mal mit unserem Kontrabassisten sprechen. So hat es bei mir auch angefangen. Seid vorsichtig. Ach so, ja, wir sind das ja nicht. Er wollte nur mal anfassen. Wie heißt denn euer Kontrabassist? Na? Brian McManock. Brian McManock. Und das ist auch der mit der langen Matte auf dem Kopf. Nee, die hat er jetzt abgeschnitten. Ich habe Fotos gesehen, da hat er vorher eine Matte. Das ist, wir haben ja eine personelle Umbesetzung gehabt. Ach so, das ist ja gar nicht mehr. Nee, das sind ja immer diese 1-Euro-Jobber und das waren... Das war eigentlich ein Triangelspieler, der hatte Bass gelernt. Und jetzt haben wir aber einen richtigen Bassisten. Der hat studiert sogar, so Jazz und so. Und vom ersten Gehalt hat er sich einen Pullover gekauft und den Rest hat Mutter dazu gegeben. Ne? Ja. Du kennst das. Es gibt, ihr habt ja herausgefunden, dass amerikanische Namen ganz cool kommen, wenn man so Westernmusik macht und so. Ich habe herausgefunden, dass sich Musik, Melodien in Zahlen ausdrücken lassen. Ja. Habe ich herausgefunden. Na, das, okay. Pass auf. Kennt ihr dieses Lied? Das kennt ihr irgendwie hier. Tante Hedwig. Kennt ihr das? Tante Hedwig, Tante Hedwig, deine Nähmaschine geht nicht. Ist nicht? Nö. Weiß ich auch nicht. Ich Meine Oma. Ja, pass auf. Ich hatte mal einen Job, da musste ich jeden Abend da die Hütte abschließen. Und da stand da so ein Kinderkarussell. Und das hat jeden Abend genervt mit dieser Melodie. Warum sitzt du so weit weg? Red weiter. Okay. Jedenfalls war diese Nummer so einprägsam, dass ich dann rausgefunden habe, wenn man das in Musik lässt sich in Zahlen ausdrücken. Pass mal auf, ich zeige euch das mal. Sanas, kommst du mal mit deinem Tablett her? Mal gucken. Ich kenne nur fremde Inder, aber das geht. Nein, pass auf, das geht. So, Sanas, komm mal mit deinem Tablett. Halt mal kurz, ich will das nur mal kurz präsentieren. Ich habe festgestellt, kannst du das so halten, das Papier? Ich habe festgestellt, dass sich Lieder, ich muss mal gucken, ob man das so hört mit dem Mikro hier.
Ja, das ist schon fast, ja, ich weiß nicht, ich glaube, das hat noch nie jemand rausgefunden. Also das ist jetzt eine Weltpremiere, dass sich Lieder in Zahlen ausdrücken lassen. Pass mal auf. Und zwar, das Lied Tante Hedwig drückt sich aus in 55514. Ja. Das nehme ich euch nicht ab. Ihr wisst ja noch gar nicht, warum. Warum lässt sich ein Lied ausdrücken, das 55514 Tante Hedwig ist? So, zeige euch. Hört mal genau hin, dann, also ihr kennt noch die Melodie, ne? Pass auf, hört mal. Ich weiß nicht, ob vielleicht hört man es so. Und das ist 55514, ist Tante Hedwig, das ist der Beweis. Und vielleicht gibt es auch noch mehrere solche Lieder. Wenn ihr sowas rausfindet, schickt uns das unbedingt. Wir probieren das hier in der Sendung aus, ob diese Zahlenfolge tatsächlich ein Lied ist. Also, unglaublich, ne? Ja, Wahnsinn. Aber das sitzt so drin, das sitzt so drin, immer diese Melodie. Und dann habe ich da habe ich einfach mal so 55514 geschrieben und fiel mir auf, das ist genau das Lied. Unglaublich. Wo spielt ihr? Kommt aus Hamburg. Ja. Und man sieht euch auch in Hamburg? Bundesweit. Aber hauptsächlich also schon im norddeutschen Raum. Aber habt ihr denn auch schon mal in Amerika gespielt? Oder in Irland? Irland? Nee, da sind wir Teile von uns zwar oft, aber in Amerika auch noch nicht. Nee, auch noch nicht so. Nee. Aber würden wir gerne. Nee. So vor der amerikanischen Botschaft haben wir schon mal gestanden, aber da arbeitet er daneben. Um es mal kurz zusammenzufassen, ihr meint also nein. Ja. Richtig. Okay, haben wir das geklärt. Ja, ja. Okay, aber ja, könntet ihr ja mal bald mal so auf Welttournee gehen. Ja, ja. Bluegrass meets Greengrass und irgendwann ganze Spektralkreis. Aber wer uns in Hamburg sehen möchte, kann man sagen, am 4. Februar sind wir ja im Rieckhof in Harburg, also auf der anderen Seite der Elbe, wo ja auch Menschen wohnen. Und da präsentieren wir unsere neue, zweite CD, die wir jetzt im September aufnehmen. Die heißt nämlich A Simple Life. A Simple Life. Mit A Simple Life, ja, da hier Paris Hilton, ne? Ja. die kommt zwar nicht, aber das wird trotzdem nett. Obwohl, wer weiß das so genau. Die war ja auch auf dem Bauernhof. Paris Hilton. Und ja auch auf Ranches, auf Farms. Wir gehen mehr in Steghäuser. Ranches. Ist nicht Ranches? Wir grasen das mehr ab, also Steghäuser so. Das ist so irgendwie interessanter. Ja, ihr wohnt in Steghäusern? Nein, wir gehen da rein. Ja, aber ihr müsst auch eine Farm haben. Auf der ihr mal so eine Schneckenfarm oder was? Schneckenfarm. Ja, das ist die Familie von unserer Schnecke. Aber die kommt jetzt nicht auf die Wippe. Wer Schnecke ja, die haben schon vermisst. Ich zähle ja immer meine Schnecken immer morgens. Ach so, unsere Schnecke kommt von dir, von deiner Schneckenfarm. Du musst auch mal das Brandzeichen gucken da auf dem Fühler. Das Ach, deswegen hängt der eine Fühler immer das so. Das kann gut sein. Ja. Was war auch ein Brandzeichen, oder? Ist da irgendwo Celtic Cowboys? Ich habe noch nicht genau geguckt. CC. Ich weiß nicht, was die vorhin in der Garderobe mit mir machen gemacht haben. Machen wir nach der Show mal. Gucken wir nochmal nach. Du bist nach 10 Minuten wieder aufgewacht, ja. Ne? Es brennt noch ein bisschen. Oh. Zeig mal. Später. Wie sieht denn euer Bandzeichen aus? CC. Zwei so Cs. CC. So. Das hat er auch von Dagobert Duck nachgemacht. Nee, das ist ja, der heißt ja Dagobert Duck. Also wenn es ist Klaas Clever. Okay. Ach ja, stimmt. Der hatte, glaube ich, KK. Oder hatte der CC? Doch. Nee, Klaas nein, der hat CC, stimmt, der hat KK. Nee, das war eingedeutscht. Ich weiß gar nicht, wie der im Original heißt. Ich weiß es nicht. Aber wie heißen der Celtic Cowboys? Hm? Publikumsfrage. Ja. Publikumsfrage. Weiß jemand, wie Klaas Clever im Original heißt? Nö. Schweigen. Also ich weiß, dass Tick, Trick und Track Huey, Dewey und Louie heißen. Oh. Ja, da lacht wer. Habt ihr gar nicht gewusst? Ja, Wahnsinn. Und Dagobert Duck heißt ja auch gar nicht Dagobert Duck, der ist Scrooge McDuck. Weil der das erste Mal in der Verfilmung das Weihnachtsmärchen, eine Weihnachtsgeschichte, den Scrooge gespielt hat. Ebenezer Scrooge. Ah. Da ist er das erste Mal entstanden, der Charakter, und heißt Scrooge Dickens. McDuck. Mann, ich bin aber ein Schlaukisser. Wahnsinn. Ja, aber echt. Oder Klugscheißer, oder wie das heißt. Man lernt nie aus. Also, wir kriegen ja auch nicht so viel mit, wenn wir auf der Schneckenfarm sind. Dann sind wir nur so fixiert auf unsere Schnecken. Und ja, wir haben viel Zeit. Viel Zeit. Wir gucken den Schnecken beim Grasen zu. Beim Grasen. Aha. Und nicht Gras fressen. Fressen, Schnecken, und beim Schleim und so. Das beim Schleim. Ihr guckt Schnecken beim Schleim zu. Und das sind aber nicht eure Mentoren, oder? Nein, wir schleimen nicht. Also kannst du gerne gucken. Okay, Sanders, überprüft das mal bitte. Bei Gelegenheit.
Okay, eure beiden Mitstreiter, das ist Kontrabass, hatten wir schon. Und was fehlt noch? Gitarre. Wir haben zwei Gitarren. Oh. Der Trend geht zur Zweitgitarre. Ich weiß, dass eine Gitarre von euch so einen coolen Effekt hat. Der klingt wie klingt denn das? Fast wie so eine Maultrommel. Bow, bow, bow. Ist okay, das so? Vielleicht nicht ganz. Wer spielt denn die?